Wahre Sicht. Ich habe gerade keine wahre Sicht. Einfach. Nee. Ich habe auch keinen Plan, wie viele Minuten wir hier schon brauchen jetzt dafür. Was ist denn hier vor mir, dass ich hier springen könnte auch? Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Rise of the Tomb Raider. Folge 17, genau hier waren wir letztes Mal stehen geblieben und sind, ich würde schon mal sagen, verzweifelt. Ich möchte in dieser Folge unbedingt herausfinden, wie das geht. Und deswegen möchte ich jetzt auch keine Zeit verlieren. Und los geht's. So, irgendwas müssen wir übersehen haben. Es liegt definitiv an uns. Es hängt von uns ab. Fassen wir es nochmal zusammen. Wir haben das Teil. Das werden wir auf jeden Fall brauchen irgendwie. Wo kommen denn die Wagen her? Lol. Warte mal. Ist das da eine... Das ist doch so ein Ding, oder? Aber wir können es von hier nicht erreichen. Ich probiere es gleich mal von da unten. Hä? Oh, lol. Oh. Hier geht es noch lang. Da ist tatsächlich noch was. Jetzt finden wir, Leute. Jetzt geht's doch voran hier. Was hast du für mich? Schon voll. Na gut. Aua. Hey. Geh weiter. So sieht man viel besser. Leider nicht sehr lange, aber man sieht doch. Ja, okay. Das ist doch schon mal eine gute Spur. Wäre nett, wenn wir das jetzt gefunden hätten. Da wäre ich aber auch. Das ist jetzt reiner Zufall, dass ich es gefunden habe. Mal gucken. Ja, tatsächlich. Wow. Da ist ja sogar der Wagen. Man sieht den ja sogar die ganze Zeit. Da ranspringen bringt jetzt nichts, wa? Ich würde jetzt eher an dem Seil da oben ziehen. Ja, ist schon echt hart, Alter. Auf sowas muss man erstmal kommen. Ich habe das jetzt nur durch Zufall gesehen, ey. Wow. Aber es funktioniert. Ah, genau. Und jetzt müssen wir uns dranhängen. Ah, okay. Jetzt habe ich das verstanden. Okay. So. Okay, sehr schön. Jetzt kommen wir weiter. Sehr schön. So habe ich mir das auch vorgestellt hier. So. Haben wir schon. Die Arbeiter hatten wohl irgendwann genug. Folia. Yes, Leute. Haben wir den Schrank noch nicht aufgemacht? Das hat er nicht gespeichert oder was? Der Sack. Wo haben sie das Ding hier rausgezerrt? Philosophische Erörterung der Kraft des Bewusstseins. Wache Augen. Beim verbesserten Überlebensinstinkt leuchten Fallen in der Nähe automatisch auf. 10.000 Credits verdient. Grab abgeschlossen. Die rote Mine. Wir haben jetzt 3 Gräber von 3 abgeschlossen. Sehr schön. So viel beschädigt. Die Amateurausgaben, dazu der Einsturz. Aber es muss mit dem Propheten zu tun gehabt haben. Dieser Schacht scheint der erste Durchbruch gewesen zu sein. Er sollte auch hinausführen. Hier möchte ich jetzt aber noch nicht raus. Wir haben ja noch was vergessen jetzt. Ups. Nanu.
Forschertasche. Brauchen wir. Wir sind ja noch nicht durch. Okay, das haben wir ja voll. Da oben. Ja, okay, erstmal will ich das Ding öffnen, dann haben wir das nämlich hinter uns. Okay. Jetzt sollen wir gucken, dass wir nicht sterben oder so. Dass der sich das dann merkt. Wandbild. Das hier scheint ein Mythos über die Herkunft des Propheten zu sein. Ah! So kurz davor. Gibt's doch gar nicht. Die Forschertasche, ey. Was ist denn die, sag mal? Fliegen hier irgendwelche Insekten rum. GG. Komme ich da hinten hin? Jo. Da dann rauf. Das war Knappos, Knappos. Yes. Geheimnis entdeckt. Rückkehr ins gottlose Tal. Also wir werden wieder dahin jetzt gehen müssen, weil wir jetzt das Heilmittel haben. Okay. Wir haben auf jeden Fall noch eine Höhle gefunden. Hier sind noch so ein paar Sachen, um die müssen wir uns auf jeden Fall nochmal kümmern. Ja gut, Leute, ich würde sagen, wir kehren jetzt wieder zurück. Wir können jetzt einfach mit dem Basislager hier schnell rüberreisen, würde ich mal sagen, oder? Könnte ich meinen. Dann machen wir damit einfach mal weiter. Wir haben wieder... Ne, haben wir gar nicht. Was sage ich denn da? Jawohl, und zack, und zack. Auf geht's. So, jetzt haben wir das Gegenmittel. Jetzt können uns die Pilze oder Blumen oder was auch immer nichts mehr anhaben. Jetzt bin ich natürlich mal gespannt, was wir dort bekommen werden. Oder herausfinden werden oder sehen werden oder was auch immer. Dieses Spiel, das kann alles. Schön. Durchsuchen Sie das gottlose Tal nach der Hexe. Nur genug für zwei Dosen. Ich darf nichts vergeuden. Es funktioniert, Nadja. Alles sieht, naja, nicht wirklich normal aus, aber anders als letztes Mal. Gut, ich habe genug Gegengift für mich und Großvater, falls wir ihn finden. Ich bin jetzt unterwegs zu dir. Okay. Na klar. Okay. Wir werden einfach weitergehen müssen. Egal wo lang. Nichts. Nur ein Wald. Es war surreal. Na, schau einer an. Hier war ein Überlebensversteck. 1 von 6. Gefunden. Alles ist falsch. Wir haben den alten Mann am Eingang des Tals verloren. Fischer ist fort, Parker ist fort. Einfach
weg. Spurlos. Man kann seinen Augen nicht trauen. Wir sehen Dinge. Leichen. Schlimmeres. Dinger, die laufen. So groß, dass sie die Sterne verdecken. Ich weiß nicht mehr, was real ist. Ich weiß nicht, ob es eine Realität gibt. Sind es die Augen? Die Augen müssen weg. Meine Hände sind jetzt ruhig. Billings geht als Erster. Stopp! Stillhalten! Rüstung. Muss ich letztes Mal glatt übersehen haben. Ja. Da ist aber auch ein bisschen was anderes zu tun. Vielleicht sind sie noch am Leben. Nadia, was weißt du über diese Ruinen hier draußen? Unser Volk hat das Tal gemieden, lange bevor die Hexe sich hier einnistete. Die Gründer haben dort draußen einen Schrein gebaut. Doch irgendwas ist ihnen passiert. Wir waren seit Generationen nicht mehr dort. Selbst wenn deine Visionen nicht real waren, ist dieser Ort gefährlich. Als die Schuld in dem Gulag zu arbeiten zu schwer wurde, schlug ich zurück. Ein gestohlener Schraubenzieher. Verlegte Unterlagen, hilflose Gesten, die niemals etwas ausrichten konnten. Eines Tages wurde ich ertappt, als ich ein sinnloses Risiko einging. Deine Großmutter, Serafima, nahm die Schuld auf sich. Sie schlugen sie, erbarmungslos. Aber ich war gerettet. Als ich ihr danken wollte, spuckte sie mir vor die Füße und sagte, ich hätte mein Leben für nichts riskiert. Sie forderte mich heraus, mehr zu tun. In dir steckt so viel von ihr, Nadia. Zuerst hielt ich sie für grausam. Sie schenkte meinen kleinen Akten des Ungehorsams keine Anerkennung. Dieser Ort, der Gulag, zerschmetterte alle Hoffnung und fraß auch noch den letzten Rest Würde auf. Sie sagte, an jedem Tag, an dem ich nicht aus ganzem Herzen dagegen kämpfte, war ich mitschuldig an den Gräueln. Sie verlangte meine Aufrichtigkeit, weil sie wusste, dass ich fähig dazu war. So gütig war noch nie jemand zu mir gewesen und dafür habe ich sie geliebt. Schöne Worte. Wir sind fast Russisch 3, ey. Das kann nicht sein. Ich brauche Russisch 3. Verdammt nochmal. Okay. Die Wölfe liegen genau da, wo wir gekämpft haben. Und irgendwo ist dieses riesige Haus runtergesprungen, Alter. What the fuck? Öl auf dem Boden. So viel zum Feuerzauber. Wir können entweder hier hoch oder dort hoch. Ich möchte jetzt mal da hoch. Gucken, was wir da haben. So. Wo sind wir denn jetzt hier? Hier kommen wir wieder hoch. Okay, nee, das macht keinen Sinn. War da noch was? Pfeile? Haben wir doch gerade welche verschossen. Einen. Wow. Wenn ich diese Plattform bewegen könnte. Wahre Sicht. Aktivieren Sie das Tauwerk. Okay, wir haben auf jeden Fall was da. Wir haben dort etwas. Ich kann dort hoch, schon mal. Bringt mir das was, ist die Frage. Das hier was. Hm.
Irgendwie passiert nicht mehr so viel. Hä, der macht das nicht vollständig, seht ihr das? Warum macht er denn das nicht vollständig hier? Hier geht's irgendwie nicht weiter. Speedrun basierendes Ding oder wie? Wir probieren es nochmal und dann darüber rennen und so. Und jetzt passiert nichts mehr, oder was? Hätte ich vielleicht noch eine Stufe länger warten müssen, oder so? Was anderes fällt mir gerade nicht ein. Mit dem Ding können wir nichts machen. Wir können da nicht hochklettern. Ich probiere es noch einmal. Nein! Okay, das wird nichts. Kann man vergessen. Das funktioniert so nicht. Wir müssen da oben hin. Kriege ich denn das Ding hier hoch, beispielsweise? Ist nicht verbunden mit irgendwas. Ich muss halt irgendwie da hoch, ne? Diese beiden Dinger, die kann ich... Ich verstehe aber nicht, warum das Ding nicht direkt runter geht, einfach. Ich kann halt hier hoch, aber das bringt mir halt nichts. Das bringt mir halt nichts. Da ist noch, ah. Okay, da ist noch eine Rolle. Gut, dass wir die jetzt sehen.
nicht dort bin. Okay. Die werden wir von hier aber nicht sehen können. Wofür wird die sein? Da. Also von hier hat man wirklich gar keine Chance, sie zu sehen. Bedeutet, für hier wird die nicht konzipiert sein. Höchstens für hier. Hier ist halt nichts. Okay. Aber man kann halt nicht schießen von hier. Diese Plattform erreiche ich halt nicht. Oh. Ist nicht so gewollt, aber... Ist halt wirklich nicht so gewollt. Wir könnten es aber auf die andere schaffen. Geil. Aber hier ist halt nichts. Auf ein neues. Warte mal, sagt sie mir hier was? Hier ist ja noch was. Es ist dunkel. Die anderen sind da draußen. Ich kann sie keuchen hören. Moment der Klarheit, aber er verrinnt. Kommt weniger häufig. Wir sind krank. Vergiftet. Irgendwas. Ist auch egal. Hab vergessen, wieso wir hier sind. Hab vergessen, wo wir vorher waren. Erinnere mich kaum, wer ich bin. Hier ist noch jemand. Wandelt unter uns, während wir kriechen und heulen. Ein Geist, eine Göttin, eine Dämonin. Sie flüstert. Wir hören zu. Hören zu. Strange. Ich weiß nicht, wie das hier gewollt sein soll. Sorry. Da haben wir auch keine Chance, das zu erreichen. Können wir das Ding da erreichen? Boah, ein schweres nach dem anderen, ey. Boah. Ich meine, das hier muss doch für irgendwas sein. Hier muss doch was sein. Oder nicht, Freunde? Erzähl's mir. Könnte er ja nicht, aber... Wow. Digga, sag doch was. Ja, das Einzige, was ich damit verbinden kann, ist das Ding hier.
Ich meine, was soll denn das auch von dem Spiel, ganz ehrlich? Das hätten die auch besser machen können. Ach, ich soll da hoch, oder was? Ja. Ich meine, so ein bisschen hätten sie einem schon irgendwie das sagen können. Herausforderung, Relikte, Dokumente, Überlebensverstecke. Ist schon gut, aber irgendwie zieht das hier nicht, wa? Komm hier nicht weiter. Ich sehe jetzt auch hier keins von diesen scheiß Seilteilen, wo ich das irgendwo ranziehen könnte. Ich kann hier nicht hoch. Nicht hier hoch? Ja, natürlich nicht halt. Schafft man nicht. Oh. Wir haben einen Geheimgang. Mir wurde zu meiner großen Ehre die Verantwortung übertragen, den Bau eines Schreins für die Apostel weit draußen im Tal zu beaufsichtigen. Der Ort liegt auf der Grenze unserer neu gegründeten Stadt, am Ende einer entfernten Schlucht. Die natürlichen Wasserfälle und geothermalen Quellen geben uns die einzigartige Möglichkeit, mit unserem gemeinsamen Wissen einen Ort der frommen Anbetung und Besinnung zu schaffen, der nicht nur das Andenken der Apostel ehrt, sondern auch unsere jüngsten Fortschritte auf dem Gebiet der Baukunst. Wir haben das Reich, das wir zurückgelassen haben, bereits überflügelt. Wir werden am Morgen eintreffen und den Grundstein zu einem Schrein legen, der unsere Vergangenheit und die Zukunft unserer Stadt ehren wird. Okay, hier kommen wir allerdings auch nicht weiter. Pfeile? Bring nichts. Nichts. Das macht keinen Sinn, Alter. Es macht wirklich keinen Sinn. Es macht keinen Sinn. Wahre Sicht. Ich habe gerade keine wahre Sicht. Einfach. Nee. Ich habe auch keinen Plan, wie viele Minuten wir hier schon brauchen jetzt dafür. Was ist denn hier vor mir, dass ich hier springen könnte auch? Dieser Sprung dann da, Alter. Ich verstehe es jetzt auch nicht. Na gut. Das haben wir schon probiert. Whatever, ey, Freunde. Ich würde sagen, das war's mal wieder für diese Folge. Ich stehe gerade ein bisschen auf dem Schlauch, ne? Kein Plan, ey. Scheiße.
wir werden es mal jetzt raus. Ich werde mir die Aufnahme nochmal angucken, werde gucken, ob ich da irgendwas... Ich hoffe, dass wir dann in der nächsten Folge wissen, wie es weitergeht. Ja, ich hoffe mal, es geht gut. Ich bedanke mich bei euch wieder ganz herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.